So, schauen Sie mal. Jetzt steht sie auf dem oberen Flügel. Wie die Galionsfigur auf einem Rolls-Royce hat sie jetzt die Arme nach vorne gereckt und winkt. Winken Sie zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Peggy Kreinz, Boeing PT-17 Stearman, gebürtig aus Chemnitz, jetzt in der Nähe von Hechingen beheimatet und geflogen von Friedel Valentin, der in seinem Vorleben mal Erprobungsflieger bei einem deutschen Segelflugzeughersteller war und seine Liebe zum Doppeldecker durch Peggy wiederentdeckt hat. Und da steht sie oben, etwa gegen 160 km/h Fahrtwind ankämpfend. Ja, Peggy kam zum Wingwalken, weil sie mit ihrem Mann früher viele, viele Airshows im Osten der Republik organisiert und durchgeführt hat. Und da war Gunilla Engström, damals noch mit ihrem eigenen Mädchennamen. Mittlerweile heißt sie Gunilla Karlsson. Und Gunilla hatte dortmals mit Bo Groover, einem schwedischen Piloten einer Boeing PT-17 Stearman, Wingwalking demonstriert. Und dann wurde Gunilla krank. Und dann hieß es, okay, wir müssen die Nummer streichen. Und dann hat Peggy gesagt, nö, das probiere ich mal. Dann hat sie es doch tatsächlich fertig gekriegt, unter Anleitung von Gunilla, dann diverse Schritte auf dem Doppeldecker zu machen. Was ist das? Peggy Kreinz und Friedel Valentin, das Wingwalking-Team im Loop. Und die winkt immer noch. Ist das nicht der Hammer? Logenplatz am Himmel. Ja, wenn es Ihnen gefällt, können Sie ruhig. Programm. Und dann hängt sie quasi freischwebend im Flügel oder beziehungsweise zwischen Ober- und Unterflügel. Ja, jetzt sieht es eben so aus wie vorne auf dem Rolls Royce. Peggy Kreinz, the Wingwalking Lady, mittlerweile beheimatet in Hechingen. Und jetzt geht's an den Abstieg. Sie können jeden Schritt verfolgen. Mädel macht keinen Fehltritt. Mutter einer 12-jährigen Tochter, Fluglehrerin, mittlerweile über 400 Ausstiege oder Aufstiege auf diese Boeing PT-17 Stearman gemacht. Winken Sie! Winken Sie, Peggy Kreinz! Jawohl, jetzt legt sie sich zwischen die Flügel. Ja, das ist ein ganz schmaler Grat, auf dem sie sich bewegt. Der Hauptturm hat etwa eine Dicke von 8 bis 10 Zentimetern. Das ist die einzige Chance, dass sie dort eben auf dem Flügel laufen kann, ohne in die Bespannungsfelder zu treten. Und jeder Schritt muss trainiert und geübt sein. Peggy Kreinz, Frau ohne Nerven. Wahnsinn. So, nochmals Smoke on. Und da hängt sie im linken Flügel. Und hinein. Sachen, die die nüchtern macht, die würde ich nicht besoffen machen. Da sitzt sie auf dem Flügel. Phänomenal. Würden Sie das machen? Und jetzt wieder im Vorbeiflug nochmal stehend und winkend. Peggy Kreinz. Jetzt beheimatet in der Nähe von Hechingen. Quasi ein Heimspiel